So Leute, bevor das Video losgeht, macht einmal bitte die 100k voll. Ich wollte hier noch eine dicke Party beim im Saka Beach feiern. Jo. Ich würde mich auch freuen. Also ich hab Bock auf die Party. Danke. Genau, ich gebe alles aus. Tschüss. Jo, ja. Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Alko hat richtig scheiße gebaut. Es tut mir so leid, Bobi. Was da genau passiert ist, seht ihr jetzt gleich. Wir haben mal ein bisschen was aufgenommen, ne? Ist heftig, oder? Krasse Hose. Ich habe die Felge zerstört. Straßen hier sind nicht ohne. Moin Moin, ich grüße dich. Da vorne seht ihr den ML, da seht ihr hinten rechts, da ist schon ordentlich was kaputti. Die Felge ist richtig RIP, aber das seht ihr jetzt. Das hab ich echt nicht gemacht. Ja. Der ist groß. Nee. Digga, die Felge. Die Felge, Bro. Die Felge schon? Ja, warte mal. Also es war, ja, es war halt so Schlagloch, aber dann war halt so ein komplettes Und Alko, musstest wieder die Lage übertreiben, ne? Ich bin ganz normal gefahren, Mann. Oh, was ist das denn, Digga? Was? Da ist einfach ein wilder Chihuahua. El Doggo, is it yours? The dog? Is it yours? Ja. No, not okay. That's why we stopped. Es war nur der Reifen, ne? Ja. Oder ist die Felge auch? Nee, der Reifen. Ist hier was? Oh ja. Was denn? Oh ja. Oh shit! Bruder, was? Digga, du hast das Ding komplett gepickt. Hä, was hab ich gemacht? Ich kann meinen Finger so reinstecken. Alter, ich hab gar nichts gemacht. Ja, viel Spaß, Felix, ne? Wir sehen uns. Ich hab nichts gesehen, Mann. Du weißt, ich fahre immer auf der Straße. Ich habe auf mein Handy geguckt, ich habe es gar nicht geahnt. Aber das Ding ist richtig. Das Ding ist durch. Ne? Das hast du nicht gerade bewiesen. Der passt jetzt. Ah, ja, schön. Haben wir hier noch ein Ersatzrad drin? Ich habe auf nichts weniger Bock gerade als jetzt. Wir kommen aus dem Meer gerade. Alles ist nass. Felgen zu wechseln. Ja, und jetzt müssen wir hier auch noch. Scheiß Auto, Digga. Ja, wirklich, ich hab Urlaub, weißt du? Alko, Urlaub. Ach, lass einfach so jetzt hier, zurückfahren. Kriegt das wieder hin, alles gut. Lass einfach so zurückfahren, es kann doch gar nicht schlimmer werden. Ja, hier ist ein Ersatzrad drin. Ja, Digga, wir fahren jetzt auch einfach ja, so. Ja, der wilde Chihuahua greift mich an. Willst du das jetzt wirklich hier machen? Nee, ich will jetzt nach erstmal nach Hause. Ja, wir fahren jetzt einfach so nach Hause, Chat. Das, der, du und Bobek, ihr macht ein Video. Oh. Ja, okay. Ja, das erklärt natürlich auch, warum es die Innenseite war. Das war's. Da habe ich zu eng genommen, die schöne Kurve hier. Ja, nur nochmal hier um kurz. Ah! Fuck! Hier, nochmal kurz der Kamera. Das war's. Das ist echt heftig. Sorry, Boberg. Das war ich nicht. Bobby! Das wird unangenehm. Streit. Jetzt schon wieder Streit, Mann. Nur es kann noch doch wohl nicht wahr sein. Nur noch Streit. Streit. Alter. Da wird uns safe mit Tränen aufgehen. Also, jetzt mal ernsthaft, vielleicht sollten wir es ihm erst morgen sagen. Nein. Willst du es ihm jetzt wirklich sagen? Warum denn? Ja, es ist doch die Wahrheit. Ich will nicht, dass schon wieder schlechte Laune jetzt hier aufkommt, Digga. Ja. Was sollen wir denn machen, wieder, Mann? Wir gehen nicht feiern. Digga, was sollen wir denn machen, Mann? Ja. Bobbe ist einfach jemand, der mag die Wahrheit. Weißt du, und für den sind materielle Dinge auch nicht so schlimm. Ich muss das halt raus, Alko. Jetzt los. Was ist kaputt gegangen? Hä? Was ist kaputt gegangen? Ja, da ist was kaputt gegangen. An meinem Auto? Ja. An deinem Auto ist unser Auto, Digga. Am ML, ja. Das ist mein scheiß Auto, das sind meine Felgen. Guck mich nicht an, Digga, ich war hinten am Knutschen. Die Felgen, 100 Pro. Meine Felgen. 100 Pro. Wir gehen jetzt raus. Erstmal ein bisschen heiß. Wir gehen jetzt raus und gucken uns das an. Was ist passiert? Wir hatten vier gute, ne? Du hast vier gute Jahre hatten wir zusammen, ja. Wir haben jetzt noch drei gute Felgen. Ist der Reifen noch heile? Wusste das? Ja, das Ding ist komplett gefickt. Ist der Reifen noch heile? Wir brauchen ein Ersatzrad. Alko wollte kurz den Dicken vor den Mädels machen. Ich hab gar nicht den Dicken gemacht. Der Schlagloch kam wie aus dem Nichts. So. Sind die Strecke schon fünfmal gefahren? Ich bin nicht schon fünfmal gefahren. Der Reifen ist geplatzt. Ich weiß doch, dass materielle Dinge dir nicht so viel bedeuten. Das Ding ist durch. Weißt du? Ich will morgen fliegen.
Jetzt zeig erstmal noch die Delle. Wir haben 16 Zoll Ersatzrad. Wollt ihr mich komplett verarschen? Wollt ihr mich verarschen, hab ich gesagt? Ich hab auf so eine Scheiße keinen Bock mehr. Kacke, es tut mir doch so leid, Bubek. So, ich ruf jetzt Nikola an, der Reifen tot? Digga, der ist alles tot. Ja. Da ist nichts mehr zu retten. Max meint, wenn man die Felge wieder zurückkloppt, dann könnte man wieder Luft drauf machen. Aber so wie der Reifen eben gerochen hat, nachdem Alko mit 200 zurückgebrettert ist. Ist es der Hinterrex? Okay. Nikola, bitte ruh mich an. Scheiße! Ja, es ist hinten rechts. Digga, ihr seid so eine Eumel. Ey, egal! Ey, plötzlich kam da ein Schlagloch. Plötzlich. Wir haben noch ein Ersatzrad, das ist doch alles gut. Ersatzrad mit 16 Zoll? Wie soll das denn da alles funktionieren? Aber wenn wir auf der Autobahn auf der linken fahren, dann sehen die das gar nicht hinten rechts. Das ist aber egal, ob man das sieht, man kann damit nicht fahren. Das Auto ist dann so. Na, der Abrollumfang ist gleich, das haben wir schon festgestellt, das weißt du. Wahrscheinlich. Jetzt klingelt mein Handy, warte mal. Doch, Thaddäus rufen wir. Thaddäus? Ach, das Ding ist im Arsch, Mann. Also das ist wirklich im Arsch. Ich muss am Montag wieder arbeiten. Bis Dienstag, Digga. Morgen geht der letzte Flieger nach Deutschland. Ich komm mit. Und die zwei Werber jetzt? Gibt alles verloren. Da leiht man einmal sein Auto, ne? Geld, Frauen und Autos. Machen alles kaputt. Nee, verleiht man nicht. Das ist mein Spruch, du so. Das ist eine Harley, Digga. Meine Harley von Naomi. Du hast eine Harley? Du hast eine Harley? Nein, Digga. So, auf jeden Fall sind wir mal wieder komplett schlecht ausgerüstet. Wir haben keinen Wagenheber mitgenommen. Ich weiß noch ganz genau, als wir in der Halle waren und überlegt haben, ob wir einen Wagenheber brauchen. Ne? Mhm. Aber so ein schweres Ding. Nimmt ja auch viel Platz weg. Nimmt viel Platz weg. Mann, das kann echt nicht wahr sein. Vergiss die Nasenhaare nicht, ne? Auf jeden Fall ist jetzt erstmal der Plan, dass wir uns von dem netten Mika zum örtlichen Autoservice-Dingsbums, was ich heute Morgen schon ausfindig gemacht habe, mal fahren lassen und vielleicht leiht der uns ja einen Wagenheber. Wir wollten doch zu kommen. Nein, Mann. Wir können die nicht ausdengeln. Hä? Ich habe Mika jetzt gesagt, wir fahren zum Baumarkt. Timo, kann man. Wir können die Felge nicht ausdengeln, ne? Die Karkasse ist im Arsch, oder? Ja. Ja, ihr habt es wahrscheinlich selber gesehen, wir sind halt noch dem Ort, wo es passiert ist, hier nach Hause gefahren und das war natürlich auch nicht so schlau. Max hatte die kühne Idee, dass man einfach die Felge ausbeulen kann, so richtig mit Schlägen, aber ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich weiß, das wäre heftiger Content gewesen, aber Max sagt jetzt gar nichts mehr. Max stinkig. Mika stinkig. Ich wollte ja noch eine Tauchbrille kaufen. So, achso, Bubi schneidet da übrigens das Video, ne, das guckt da gerne einmal vorbei, ne. Ja, weil das Auto hat natürlich einen Ersatzreifen und den versuchen wir aufzumachen, aber der ist wahrscheinlich 20.000 Jahre alt und hat keine Luft. Oh, da steht der Süße, das Problem habt ihr ja schon gesehen. Das befindet sich dort. Und jetzt gucken wir erstmal, ob wir vielleicht doch Glück haben und der Wagenheber einfach im Bordwerkzeug des Autos aufzufinden ist, ne? Können die Mülltruhe hier öffnen. Schön, ja, ist bestimmt der Subwoofer drunter. Da ist ein Wagenheber, Mann. So, das Spiel kennen wir ja hier schon, ne, von der S-Klasse. Ja, warum geht das Ding jetzt hier nicht raus? Guck dir das an. Der kann ja auch Alter! Nicht, der kann gar nicht ab. Der ist ja so safe. Seht ihr das, Leute? P ist drin. So, und hier hinten befindet sich das Ersatzrad. Ja, das ist so ein dünnes, Mann. Das ist so ein Notrad. Och nee. Och, schon wieder gespart, ne? Bin ich noch aus der Steinzeit und wir dürfen nur 80 km/h fahren. Und wir müssen das Ding erstmal aufpoppen. Boah, da fahren wir auch nicht mehr, ne? Oh Mann, nee. Vor allem, da kam noch Wasser raus, Alter. Ich weiß nicht, wo das herkam. Aus welcher Oase. Heftiges Ding, Bro. Also danke nochmal fürs Fahren auf jeden Fall. Jetzt wird es natürlich spannend, ja, ob wir erstmal das hier abkriegen und ob das Ding auch noch Luft hält, ey. Soll nicht sein, ne? Soll einfach nicht sein. Ich wieder nicht ausdenken. Aber schöne Landschaft, ne? Ja, mach aus den Bomben jetzt. Why you do like that? Huh? Why you do? Because it's expanding, you know? Speed.
Wir sind nicht schlauer als vorher, ne? Tschüss, mach's gut. Hier einmal. Vielleicht mit einer Zange, vielleicht hat der Vermieter hier irgendwas. Mit der Zange einmal hier ran. Den süßen. Ich würde sagen, wir essen jetzt erstmal was. Ich hab keinen Bock mehr. Ab zu Peters. Ab zu Peters. Tschüss. So, natürlich wird auch dieses Video von Insta360 gesponsert. Der kleinen, süßen, aber feinen Kamera, die super Bilder macht. Das Wetter ist hier ein bisschen umgeschwungen. Aber wir gehen jetzt erstmal was essen, ne, mit der kleinen, süßen Kamera. Wer will fahren? Und. Moin, moin. Ohne die zu heftigen Bier-Socke. Ah, schön. Pivot. Ja. Kannst du ankleben und der Kleber ist irgendwie, kannst du immer wieder sauber machen. Also ist so doppelseitiges Klebeband. Ey, sag mal, bist du bekloppt? Der Kleber ist aber mehr als gut. So eine Platte 22 Zoll Felge fährt sich eigentlich nicht schlecht. Ja, das geht echt klar. Es geht, du hast ein bisschen schwammig, aber in der Hexe, was geht. Ja, das ist wegen hier Obi, ne? Verstehe ich nicht. Ich schwabbel Berg oder was? Oha. Jetzt wird hier geshootet. Kannst gleich laufen. Oh nein, der nächste Unsympath. Oh nö. Habe ich aber in den Kommentaren gelesen, dass das da stand. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Echt, das war ein auch gemein. Ich wusste nicht, dass ich dick bin. Ich fand das auch gemein. Oh. Alter. Ey, Digga, hier deine Sonnenbrille, ne? Oh, geil. Habe ich wieder zurückgeholt. Oh, cool. Polizei macht Auge. Piept das Ding? Nee. Ja, piept. Oh, das war die Stoßstange. Ja. Oh nee, Katastrophe. Bin ich? Kaputt. Echt? Kaputt. Alles kaputt. Nee, Peter hatte zu. Deswegen sind wir noch mal kurz hier zum Noah, ne? Also das ist diese Go 2, die du dann hast? Ja, das ist diese kleine, ne? Süße. Oh. Die fällt mir ganz gut. Die schmiegt sich ja richtig in die Hand. Sehr ergonomisch auf jeden Fall. Man kriegt, muss ich auch sagen, man kriegt nicht so einen lahmen Arm wie bei der großen. Ja, die wiegt ja auch nur 40 Gramm gefühlt. 3 Gramm. 3 Gramm. Und hat sogar einen Ständer. Ist aber ein Ständer? Alter, kann man ja überall positionieren. Das sieht für mich so aus, als ob das so ein Insekt wäre. Ja, das, ne? Denke ich auch jedes Mal, wenn ich sie benutze. Da haben die sich inspiriert, glaube ich, aus dem Naturbergreich. Ja. Okay, ciao. Moin, grüß dich, alles gut? Moin. Ja. Na? Warte, ich filme hier so ein bisschen. Ah. Ne? Schöne Landschaft und so. Last night, just, yeah. Yeah, it was fine. Yeah. Little bit wet, but yeah, it's okay. Yeah. Good, then. Have a nice day. Nice shift. Bye. Bye, Joseph. Guck mal, Digga, C63. Alter, C63, heftig. S-Tonne. Oder S-Tonne ist auch. Was würdest du wählen? S-Klasse. Wird schon S, aber wenn es 350 ist? Der hat auch Plastikpaket, ne? Also ich sehe jetzt kurze Version. Aber Facelift, ne? Ja, ist schwierig. Schwierig, zwei, ne? Ganz verschiedene Autos. Ja. Beide trotzdem ziemlich hot. Beide ist auch nicht. Was würdest du denn nehmen? Der C63. Ich bin ja mehr so der sportliche Typ. Du bist ja schnelle, ne? Ja, ich bin der Schnelle. Ich hab nicht mal Josef Hallo gesagt. Das Josef ist ein richtiger Ehrenmann. Ja. Weißt du, was er mir berechnet hat? Mhm. Zu dem Hotel da? Honi? Ja. Ist voll okay. Und er ist sogar drei Umwege gefahren. Zu dem Apartment. Ja, zu dem Apartment meinte ich auch. Ach so. Durch oder wie? Bist du sportlich? Oha. Das ist auch eine Action-Cam. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Oh, hier ist aber nochmal ein großer. Oh, Alter. Mach aber auf Slow-Mo, ne? Das muss ja auf Slow-Mo reinschneiden.
Das kannst du mal machen. Mit deiner Cam. Bungee Jumping mit der Cam. Und da brauche ich einen Statisten. Boberg? Was denn? Willst du das einmal kurz machen für die Action Cam einmal? Das ist gar kein Fall. Ich leg auch nochmal 10 drauf. Ja, wie das aussieht, Alter. Wann hast du die gekauft? Mit 13? Die Latschen. Nee, die Hose. Wie hoch? Geiles Tattoo, Digga. Ja, nee. War schön hier, ne? War geil. Letzte Mal, ne? Zeki Bici. Das ist Android, wenn immer so nachher... Oh nein. Der verfolgt uns. Oha, Josef. Josef. Wieder Felgen wechseln, gar keinen Bock. Oh, mach mal eben auf den Kleinen. Oh, soll ich das auch einmal nutzen hier oder was? Ich mach ja den stationären, ne? So, danke an Insta360 hier fürs Sponsoring dieses enorm geilen Trips. Link der Kamera ist unten in der Beschreibung, wenn ihr Bock auf sowas habt. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, bei uns geht's jetzt erstmal weiter. Mit Felgenwechsel. Geil. So, Leute. Moin, moin. Was ist das denn? Eine Felge aus dem Nichts. Nicht ganz aus dem Nichts, ne? Danke dir. Kein Problem. Dario. Uns echt den Arsch gerettet hier. Ist durch die ganze Pampa gefahren, nur um uns diese Kackfelge hier für 100 Euro hinzuschleppen. Das ist unglaublich. Hoffentlich passt das auch. Das Ding ist jetzt halt ein bisschen kleiner, ne? Da wird das ESP-Steuergerät ein bisschen meckern. Sieht auch ein bisschen komisch aus, aber es wird schon passen, oder? Sagst du, Timo? Die passen, wunderbar. Passen, ne? Wollen wir die schon mal hinten reinschmeißen oder jetzt wechseln? Max, willst du jetzt nach Hause? Hm. Weil ich schraub das Ding kurz rum. Timo, gib noch mal Gas mit der Axt. Ich hab ein bisschen Schiss, dass wir das Ding in die... Nein, ich wollte mir die noch ins Büro stellen. Ins Büro stellen. So, jetzt ist er. Da ist er. Du musst mit deiner Meisterhand ran. Das Ding durch, ne? Ja, schön. Zange hat geregelt, finde ich gut. Ja. Zack. So, dann müssen wir das Ding jetzt noch aufkommen und die ist größer als 22 Zoll. Und Dario hat sogar noch einen Kompressor, es ist ja unglaublich. Das ist W211, ne? Ja. Schicker Lachs. Sind das originale AMGs? Sag doch einfach ja. Ja, hinten haben wir 12 Volt. Das Einzige, was das Auto hat. Strom. Der geht wahrscheinlich nicht mehr. Oha! Alter! Ne? Da ist was drauf, ne? Auch dran damit. Hä? Ich will mal hoch, Alter. Das ist doch nicht zu fassen, Alter. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das Ding fliegt einfach jetzt schon fast ab. Ja, was machen wir eigentlich jetzt? Struktur in den Vlog reinbringen. Struktur in den Vlog? Also das Ding ist platt. Die Fiat-Felge passt nicht. Da bräuchten wir längere Radbolzen, weil es mit der Bremse nicht passt. Das ist ein Problem hier, weil es hier keine Radbolzengeschäfte genau. gibt. Genau. So, und das Einzige, was ich jetzt versuche, ist auf Krampf zu unserem befreundeten Reifen-Auto-Service zu fahren und einfach auf blauen Dunst mal gucken, ob der uns irgendwie weiterhelfen kann. Und dafür schneide ich jetzt die rauf, weil das ist sonst unsere letzte Hoffnung, dass wir da einfach ein neues Ventil reinmachen und dass wir mit dem Ventil das, ja... Das Bild beschreibt es ziemlich gut, ja, dass das gerade unsere letzte Hoffnung könnte ist. Könnte es die... Die denken sich so, was wir Idioten haben für 70 Euro noch unseren Schrott gekauft. Sieht das jetzt aus, Alter? Da ist jetzt Schaum drin, um den Druck zu halten. Ja, so ein Abdichtschaum. Wie Kleber. Und Timo hat natürlich gekloppt ein bisschen. Da ist echt ein bisschen Druck. Eben, wo nur der Schaum drin war, hat sich schon was verändert. Hat man richtig gesehen, dass es auf dem Reifen rollt, nicht auf der Felge. Aber ihr hättet ein besseres Gefühl, wenn wir die Felge jetzt schon gekloppt hätten. Hat er ja. Haben wir ja probiert. Der aber noch mehr. Am Straßenrad. Noch? Oh, was ist denn? Ja, meine.
Ja, so, wir waren hier beim örtlichen Meister, der hatte leider keine Presse. Beziehungsweise der hat es auch sehr stark verurteilt, dass wir da raufgekloppt haben. Aluminium, Magnesium, no, 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 no. Magnesium. Ist eine Magnesiumfelge, ne? So, und jetzt fahren wir zu jemandem, der angeblich eine Presse hat. Damit können wir die Felge ein bisschen zurückdrücken. Also eigentlich ist es ja so dein Plan gewesen, ne, Max? Hm. Ich hätte jetzt draufgekloppt, aber Presse ist auch ganz nett. So, das ist die neue Werkstatt hier. Bestimmt eine Presse für uns, das sieht ganz schön pressig da drin aus. Steig doch mal aus, Max. Da gibt's dir Kaffee. Geht's die Dame? Alles gut? Da tut's weh, ne? Big rims, big problems. I mean, we do have the hammer. Just, oder ein Wagenheber. Ja, hab ich ja gefragt. Oder nee. Kein Wagenheber in der Werkstatt. Press hat er jetzt nicht, aber er hat Big Hammer. Big Hammer. So wie Tito. Ja. Wagenheber? Keine da. Das ist lecker, der ist tot. Die Flanke ist komplett tot. Was ist das Problem? Das eine ist cool, das andere ist Kegel und jetzt, wenn er schraubt, dann schraubt er und da passiert aber nichts. Weil das halt irgendwelche Nachbaubolzen sind und keine Mercedes. Nee, damit hat es nicht Nachbau, sondern es geht im Bund. Naja, hätten Bund wir die Originalen, die würden ja passen. Wir haben das Ersatzrad, das haben wir jetzt nochmal reparieren lassen. Also wir haben nochmal ein neues Ventil reingepackt und so. Und fahren jetzt mit dem Ersatzrad nach Deutschland, weil wir ja sowieso zwischendurch nicht schneller als 130 fahren dürfen. Und in Deutschland gucken wir dann, ob wir da eine Felge bekommen. Weil das sind jetzt nochmal eine Stunde hin und her, weißt du? Deswegen machen wir das jetzt. Wir fahren jetzt mit dem Ersatzrad. Aber trotzdem vielen Dank, Digga, für deine Mühe. Danke.